Viele Menschen machen sich zu Recht Sorgen über die steigenden Preise und wie sie ihr Leben noch finanzieren können. Darüber stritten bei Markus Lanz die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann und der Investor Frank Thelen. Das ist derjenige, der noch kurz vor der Wirecard-Pleite viele Aktien des Konzerns nachkaufte und jede Menge Asche verbrannte. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Sie stritten dort über die Ursachen von Inflation und die Politik der Zentralbanken. Die Europäische Zentralbank hat erst kürzlich wieder die Leitzinsen erhöht, um, so die Begründung, die Inflation zu bekämpfen. Und ob das überhaupt das geeignete Mittel ist, die Inflation zu bekämpfen, die wir gerade während des Ukraine-Krieges sehen, darüber wird kontrovers gestritten, aber dazu später mehr. Frank Thelen sah in der Debatte mit Ulrike Herrmann nicht gut aus, deswegen hat er ein Antwortvideo produziert. Das macht aus meiner Sicht die Sache allerdings eher schlimmer statt besser. Und Frank Thelen erklärt uns Inflation dort so: Wenn die Zentralbanken zu viel Geld drucken, dann wird dieses Geld quasi wie mit dem Helikopter über dem Land abgeworfen. Die Menschen sammeln die Geldscheine freudig ein, rennen in den Supermarkt. Dort steht ein begrenztes Angebot an, sagen wir, Zahnpasta oder Klopapier. Und die Unternehmer merken, es gibt ja immer mehr Nachfrage für dieses begrenzte Angebot. Also können wir die Preise erhöhen. Und dann gucken die Leute traurig aus der Wäsche, weil sie zwar mehr Geldscheine im Portemonnaie haben, die sind aber immer weniger wert, weil ja auch die Preise steigen. Sie können immer weniger damit kaufen. Es kommt zu Inflation. So die Erklärung von Frank Thelen. An dieser Story ist leider aber so fast gar nichts richtig. Das fängt schon damit an, dass das meiste Geld kein gedrucktes Geld ist, dazu komme ich gleich, dass mit dem zusätzlichen Geld, wenn die Wirtschaft nicht ausgelastet ist, auch zusätzliches Klopapier oder zusätzliche Zahnpasta hergestellt werden kann, es also nicht nur zu steigender Nachfrage, sondern auch zu steigendem Angebot kommen kann und dass es nicht so einfach ist, dass Zentralbanken Geld drucken können und das quasi mit dem Helikopter über dem Land abwerfen können. Die Frage, ob jemand das Geld aufsammelt, das ist eine ganz spannende und entscheidende Frage. Wir haben in den letzten Jahren sehr niedrige Zinsen gehabt und trotzdem wurde nicht hinreichend investiert, nicht hinreichend Kredit nachgefragt. Die Geschichte ist also nicht so, wie sie Frank Thelen darstellt. Wie sieht die Realität aus? Der überwiegende Teil unserer Geldmenge ist nicht gedrucktes Geld, also Scheine und Münzen. Das macht je nach Volkswirtschaft so zwischen 3 und 10% der Geldmenge aus. Dieses Bargeld, das von den Zentralbanken garantiert wird, sondern der überwiegende Teil ist das Geld, das die Banken schaffen aus dem Nichts. Und das sind nur Zahlen auf Computern. Dieses Girardgeld entsteht, wenn ich zum Beispiel zu meiner Bank gehe und einen Kredit nachfrage für ein Auto, für eine Wohnung und ich verfüge eben über hinreichende Sicherheiten oder ein sicheres Einkommen, dann sagt die Bank, hier kannst du haben, sagen wir 30.000 Euro, dann ist Geld entstanden. Und wenn ich diesen Kredit tilge, inklusive Zinsen durch mein zukünftiges Einkommen, dann wird Geld wieder vernichtet. Man kann sich das also wie ein Ballon vorstellen, der sich aufbläst und aus dem wieder Luft entweicht. Ein atmendes System. Ähnlich beim Unternehmer, der eine Fabrikhalle anschaffen will, eine Investition tätigen will in eine Maschine oder ähnliches und auf zukünftige Gewinne spekuliert, um damit den Kredit zu tilgen. Und daran sehen wir bereits etwas sehr Wichtiges, dass die Zentralbanken nämlich gar nicht die Geldmenge kontrollieren. Nicht unmittelbar, weil sie nämlich davon abhängt, wie viel Kredite nachgefragt werden. Und diese Kreditnachfrage, die richtet sich unter anderem nach den Zukunftserwartungen. Also ob Unternehmer zum Beispiel erwarten, dass sie mit Investitionen, wenn sie ihre Kapazitäten erweitern, zukünftig Gewinne erwirtschaften werden, weil es genug Nachfrage gibt. Und nur dann werden sie auch investieren. Zentralbanken haben mittelbar einen Einfluss auf die Geldschöpfung, die über die Geschäftsbanken erfolgt, und zwar über die Zinsen, weil Zentralbanken mittelbar in gewissem Umfang bestimmte Zinsen beeinflussen können. Und wenn die Zinsen jetzt erhöht werden, dann werden natürlich Unternehmer bestimmte Investitionen nicht mehr tätigen, die sich vielleicht nicht mehr rentieren, weil die Rendite dieser Investition nicht hoch genug ist im Vergleich zu dem Zins, den sie eben zahlen müssen auf Kredite. Oder private Haushalte werden weniger Anschaffungen tätigen. Insofern kann man durch steigende Zinsen natürlich die Geldschöpfung reduzieren. Es ist aber
kein hundertprozentiger Zusammenhang, denn es ist zum Beispiel denkbar, dass in einer Boomphase, wo die Börsen in Partystimmung sind, wo alle steigende Gewinne erwarten, sagen wir im Immobiliensektor, wo es auf einer eine Bonanza gibt, dass dann trotzdem weiter Kredite nachgefragt werden bei hohen Zinsen. Und umgekehrt ist es genauso möglich, dass bei sehr niedrigen Zinsen eben nicht investiert wird, wie wir das zum Beispiel in den südeuropäischen Ländern nach der Eurokrise gesehen haben, wo Arbeitslosigkeit entstand und die Einkommen weggebrochen sind, dann haben die Menschen weniger ausgegeben, die Unternehmen haben weniger eingenommen, die Staaten haben gleichzeitig auch weniger ausgegeben und die Ausgaben der einen sind eben die Einnahmen der anderen. Und im Ergebnis haben die Zentralbanken auch die Zinsen gesenkt, aber es ist trotzdem nicht mehr investiert worden. Das heißt, die Zentralbanken haben keinen direkten Einfluss, keinen mechanischen Einfluss auf die Geldmenge. Es gibt darüber hinaus noch die Möglichkeit, dass Zentralbanken Banken zum Beispiel Wertpapiere, Staatsanleihen und ähnliches abkaufen. Und die Banken wiederum, die haben ein Konto bei der Zentralbank. Wir nicht. Wir haben unsere Konten bei den Banken, aber die Geschäftsbanken, die haben ein Konto bei der Zentralbank. Und wenn sie ein Wertpapier, sagen wir, an die EZB verkaufen, dann haben sie dort höhere Einlagen. Dieses Geld, dieses Zentralbankgeld, das zirkuliert aber nicht unmittelbar in der Wirtschaft. Es gibt auch dort einen mittelbaren Zusammenhang, wenn, sagen wir, die Banken die Wertpapiere von Investoren kaufen und in der Erwartung, dass ihnen die EZB diese Wertpapiere wieder abkauft, um die Kurse zu stützen von Staatsanleihen, um damit dafür zu sorgen, dass Staaten auch weiter zu günstigen Konditionen selber Kredite aufnehmen können, dann kann das dazu führen, dass natürlich die Einlagen bei diesen Investoren wiederum sich erhöhen, weil die Banken kaufen ihnen Wertpapiere ab und ihre Guthaben erhöhen sich. Und diese Guthaben werden aber nicht dazu führen, dass mehr Zahnpasta oder Klopapier gekauft wird, sondern in der Regel führt das dazu bei Finanzinvestoren, bei sehr vermögenden Personen, dass die jetzt nicht sich öfters die Haare schneiden lassen oder öfters die Zähne putzen, sondern dass die in bestimmte Assetklassen investieren, in Vermögensgüter investieren, wo sie hohe Kursgewinne, wo sie hohe Renditen auch erwarten. Und das sind eben häufig Güter, die sich nicht wie Klopapier oder Zahnpasta unbegrenzt herstellen lassen, sondern wo es ein begrenztes Angebot gibt. Das sind oft Bereiche, die sich sehr für solche Spekulationen eignen. Denken wir an teure Gemälde, die es eben nur einmal gibt, oder Fußballvereine oder Immobilien, wo es ein begrenztes Angebot an Land gibt, oder Gold oder bestimmte Rohstoffe oder Nahrungsmittel, die von Ernten abhängen. In diesen Bereichen kommt es häufiger zu sogenannten Asset Price Inflation. Das heißt, bereits bevor wir die jetzigen Inflationsraten auf den Gütermärkten hatten, hatten wir in diesen Bereichen eben eine Inflation, zum Beispiel bei den Immobilienpreisen. Und das hat sich mittelbar natürlich auch auf unsere Lebenshaltungskosten über steigende Mieten und ähnliches ausgewirkt. Und natürlich ist es so, dass bei niedrigen Zinsen solche Vermögenspreisblasen begünstigt werden, weil natürlich mehr Kredite nachgefragt werden, um dann in diese Bereiche zu investieren oder weil die Zentralbanken eben mittelbar dafür sorgen, dass bei den Finanzinvestoren die Einlagen steigen. Insofern ist es nicht ganz falsch zu sagen, dass natürlich billiges Geld auch Inflation in bestimmten Bereichen beeinflussen kann. Die Frage ist aber eben nur, ob zum Beispiel eine Erhöhung der Zinsen das geeignete Instrument ist, um diese Art von Inflation zu bekämpfen, weil man mit steigenden Zinsen für die gesamte Wirtschaft ja nicht nur die Preisblase, sagen wir, bei Immobilien platt macht, sondern die ganze Wirtschaft und es auch teurer macht, für den Bäcker zu investieren oder für den Handwerker, Arbeitslosigkeit erzeugt. Und dann hat man zwar eine bessere Kaufkraft, weil sozusagen die Preise gesunken sind, aber die Leute haben trotzdem keine Kaufkraft, weil ihre Einkommen wegbrechen.
Und das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich einen Krebspatienten auf dem Tisch habe und ihn mit dem Hammer erschlage, dann muss ich natürlich auch den Krebs nicht mehr bekämpfen. Es ist aber keine sehr geeignete oder präzise Methode, um den Krebs zu operieren. Und deswegen ist natürlich die Frage, ob allgemeine Zinserhöhungen ein geeignetes Instrument sind, um zum Beispiel eine Blase auf dem Immobilienmarkt zu bekämpfen. Es gibt dafür nämlich auch andere Instrumente, wie zum Beispiel, dass ich gezielt Immobilienkredite teurer mache, indem ich von den Banken bestimmte Sicherheiten verlange. Wir sind aber derzeit in einer ganz anderen Situation der Inflation, die auch mit dieser Situation wenig zu tun hat. Wir sind in einer sogenannten Angebots- oder Profitinflation. Und dazu gleich mehr. Deswegen machen die Bemerkungen von Frank Thelen eben noch weniger Sinn, als sie ohnehin schon machen, weil wir momentan nicht das Problem haben, dass die Wirtschaft ausgelastet ist und durch jetzt zusätzliche Kreditschöpfung mehr Nachfrage auf ein begrenztes Angebot trifft. Diese Situation haben wir derzeit nicht. Der klassische Fall, wie man sich Inflation vorstellt, ist eben genau das. Die Kapazitäten sind ausgelastet, mehr Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot. Und das ist derzeit nicht der Fall, sondern wir haben viel mehr zerrüttete Wertschöpfungsketten, also Probleme auf der Angebotsseite durch die Corona-Pandemie. Und wir haben Putin, der am Gashahn dreht. Und dadurch versuchen viele Länder zum Beispiel Gas aus anderen Quellen zu beziehen, Katar und ähnliches. Und es gibt eine Angebotsverknappung und gleichzeitig sehr viel Nachfrage. Und das führt dann zu steigenden Preisen, die sich auch durch die Nahrungsmittelpreise fressen, weil man dort eben sehr viel Energie braucht, um Lebensmittel zu produzieren. Und wenn eine inflationäre Situation entsteht und nun die Gewerkschaften höhere Löhne durchsetzen, weil sagen wir Vollbeschäftigung herrscht und sie eine hohe Verhandlungsmacht haben und die Unternehmen gleichzeitig eine hohe Marktmacht haben und diese gestiegenen Lohnforderungen auf die Preise aufschlagen, dann kann es zu einer sogenannten Lohnpreisspirale kommen, dass also die Gewerkschaften höhere Löhne verlangen, um die Kaufkraft zu schützen, die Unternehmer wiederum die Preise erhöhen und darauf reagieren in der nächsten Runde die Gewerkschaften wieder mit höheren Lohnforderungen. Einer solchen Situation sind wir aber gerade nicht, weil in den letzten Jahren die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften systematisch, zum Beispiel durch Arbeitsmarktreformen, geschwächt wurde. Sondern wir sehen gerade einen Einbruch der Reallöhne. Auch die Lohnforderungen bleiben hinter den Inflationsraten zurück. Das heißt, eine Lohnpreisspirale droht uns auch nicht, genauso wenig wie uns eine überhitzte Wirtschaft droht. Wir haben eher eine Inflation aufgrund unzureichender Produktionskapazitäten. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist in einer solchen Situation es sinnvoll, ausgerechnet die Kreditvergabe zu verteuern über höhere Zinsen und die Investitionen zu drosseln und Arbeitslosigkeit zu erzeugen, um die Inflation zu bremsen? Oder gäbe es nicht geeignetere Maßnahmen wie zum Beispiel selektive Preisdeckel, schärferes Kartellrecht, Übergewinnsteuern, um den Anreiz zu nehmen, für Unternehmen aus dieser Notlage auch noch Profit zu schlagen? Und dies zeigt, dass man eben sehr genau aufpassen muss, wofür Geld geschöpft wird in dieser Inflationsdebatte. Es ist nämlich möglich, dass zusätzliches Geld, das geschöpft wird, eben in das Angebot an Zahnpasta oder Klopapier erweitert. Es ist aber auch möglich, dass zusätzliches Geld, das geschöpft wird, in die Vermögenspreise geht. Und das ist eben vor allem eine Frage sowohl der Banken als auch der Finanzmarktregulierung. In der Debatte zwischen Frank Thelen und Ulrike Herrmann ging es auch darum, dass Frank Thelen behauptet hat, dass die hohe Staatsverschuldung Ursache für die Inflation sei. Auch dort sehen wir in den Zahlen überhaupt keinen realen Zusammenhang. Natürlich ist es denkbar, dass in einer Situation, wo die Wirtschaft überhitzt ist, genau die Situation, die wir jetzt nicht haben, wenn der Staat dann auch noch versuchen würde, zu investieren und in Konkurrenz zu treten, sagen wir mal, mit der Bauwirtschaft und noch mehr Straßen aufzureißen oder was auch immer,
dann würde dies natürlich weiter zu einer Überhitzung führen und die Staatsausgaben, da sie ja auch Einnahmen sind, die Ausgaben der einen sind immer die Einnahmen der anderen, würden natürlich dazu führen, die Inflation weiter anzuheizen. Aber in einer solchen Situation sind wir nicht und wir waren auch in den letzten Jahren kaum in einer solchen Situation. Wir hatten zwar zum Beispiel begrenzte Kapazitäten in der Bauwirtschaft, das hing aber eher damit zusammen, dass der Staat jahrelang zu wenig investiert hatte und die Bauunternehmen nicht die entsprechenden Kapazitäten mehr vorgehalten haben. Und jetzt haben wir eine Situation, wir haben in Ländern mit niedriger Staatsverschuldung hohe Inflation und wir haben auch in Ländern mit höherer Staatsverschuldung hohe Inflation. Das heißt, auch dies ist nicht die Ursache der ganzen Misere. Im Gegenteil, wir haben in den letzten Jahren auch ganz niedrige Inflationsraten auf den Gütermärkten gehabt, trotz niedriger Zinsen und auch bei anziehenden Staatsausgaben. Also es gibt dort keinen direkten Zusammenhang, wie von Frank Thelen behauptet. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass sich mehr Menschen mit den Hintergründen unseres Geldsystems befassen, weil die spannende Frage ist tatsächlich nicht, ob Banken aus dem Nichts Kredite schöpfen, sondern für was sie Kredite schöpfen. Der entscheidende Punkt ist, ob damit zum Beispiel mehr Windräder gebaut werden oder meinetwegen durch staatliche Investitionen mehr Krankenhäuser oder Schulen oder mehr Bahngleise, um unser Verkehrssystem zu entlasten, oder ob damit, sagen wir, mehr iPhones produziert werden oder Spekulation in Kryptowährungen oder Immobilien befeuert wird. Das ist die entscheidende Frage. Und deswegen wird seit Jahren und Jahrzehnten auch darüber diskutiert, wie Zentralbanken zum Beispiel Einfluss auf die Kreditvergabe nehmen können und auch Kredite steuern können, was viele Jahre zum Beispiel in der Nachkriegszeit in Japan praktiziert wurde. Das sind meines Erachtens die lohnenswerteren Debatten, als sich hinzustellen und so zu tun, wie als sei Inflation einfach ein Ergebnis davon, dass Zentralbanken mehr Geld drucken würden. Das tun sie eben, wie beschrieben, nicht, sondern das Geld wird von den Geschäftsbanken geschaffen. Und es beantwortet auch nicht, ob mit diesem zusätzlichen Geld eben mehr Klopapier oder Zahnpasta geschaffen wird, was wiederum den inflationären Druck nehmen würde. Und es beantwortet eben auch nicht, ob überhaupt jemand da ist, dieses Geld aufzusammeln. Denn wenn Unternehmen nicht investieren, dann wären auch nicht mehr Kredite nachgefragt. In diesem Sinne hoffe ich, mit diesem Video etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Deswegen verlasst euch bei Debatten über Geldpolitik bitte nicht auf Frank Thelen und solche Spaßvögel, denn sonst wird die Situation in Deutschland mit Sicherheit nicht besser. Sie sieht derzeit leider sehr düster aus und dazu trägt auch die aus meiner Sicht falsche Entscheidung der Europäischen Zentralbank bei, jetzt die Zinsen in dieser Situation zu erhöhen. Vielen Dank für